Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute gibt's mal wieder eine fette Folge von Hide and Seek in GTA 5 und heute mein Gegner kein geringerer als SU. Hallo Leute, Max, du bist grün hinter den Ohren, oder? Nein, ich bin blau hinter den Ohren, du bist grün hinter den Ohren. Oh, stimmt ja. Ja, Leute, denn SU wird heute diese grünen Autos verstecken und ich werde hier die blauen Autos verstecken. Und heute gibt es eine Spezialfolge von Hide and Seek. Und zwar, Leute, wir werden heute nur solche Mini-Autos verstecken. Dadurch wird es natürlich noch schwerer für uns, alle Autos zu finden, weil die natürlich extrem klein sind. Lasst dafür natürlich immer ein Like und ein Abo da. Wir machen das Ganze hier im Human Labs Labor, meine Freunde. Ihr könnt das jetzt hier von oben sehen, hier in diesem eingezäunten Bereich. Der darf nicht verlassen werden. Überall hier auf diesem Laborgrundstück, sage ich mal, dürfen wir die Autos verstecken. Jeder von uns hat gleich 10 Minuten Zeit, um die Autos zu verstecken und dann wieder 10 Minuten Zeit, um die Autos des Gegners zu finden. Die Autos, die gefunden wurden, dürfen danach für eine Challenge verwendet werden und dann würde ich sagen, SU 3, 2, 1, let's go! Okay, let's wir starten hier. Keine Zeit für den. Ich fange einfach mal hier mit welchem Auto, er kann es gar nicht entscheiden. Ich fange mit diesem Baby-Monster-Truck an. Mit dem Baby-Monster-Truck? Ich starte hier einfach mal mit diesem Sportwagen. Let's go! Oh ich mein kann Gott. Gar kein Gas geben. Haha, okay, ich Leute. Glaub, ich bin zu groß dafür. Wir brauchen, dann gehe ich hier rechts rein. Ich brauche hier ein richtig gutes Versteck. Man darf natürlich auch in das Labor reingehen, ne? Das ist natürlich alles erlaubt. Oh Leute, ich brauche hier richtig krasse Verstecke. Gegen SU habe ich hier, glaube ich, noch nie Hide and Seek gespielt, Mann. SU, haben wir schon mal Hide and Seek gegeneinander gemacht? Ich weiß schon, gar nicht. Aber noch nicht hier bei Human Labs. Ich glaube nicht. Und das Ding ist, stell dir mal vor, ich habe extra gerade geguckt, wo du hingefahren bist. Dann komme ich einfach hinterher und du kleiner Ekliger. Hä, er fährt mir wirklich hinterher. Okay, jetzt weiß ich, wo alles ist. Spaß. Ich wollte spontan hier entlang. Du kleiner Ekliger. Okay, so einer bist du also, SU. Nein, das war wirklich spontan, Bro. Aha, aha, okay. Ja, komischerweise fährst du genau dahin. Okay, Leute, aber müssen ein bisschen woanders hin. Hast du den Zuschauern schon erzählt, dass wir hier die Rope Gun benutzen dürfen? Ja, natürlich, das wissen die doch. Das ist immer so bei mir Hide and Seek. Natürlich darf man mit der Rope Gun auch Sachen verstecken, damit man hier ein bisschen Profi-Verstecke nehmen kann. Oh, Leute, oh mein Gott. Okay, wir brauchen jetzt mal. Ich brauche jetzt hier was richtig Krankes. Überlegen. Das ist hier kein Spaß gegen SU. Oh mein Gott, ich habe eine richtig gute Idee. Eine richtig geile Idee. Ja? Das könnte wirklich was Krasses werden. Erzähl doch mal deine geile Idee, die du hast. Ich sag mal so, Bro, ich bin sogar getarnt. Grün und grün ergibt. Grün? Ja, grün und grün. Ah, du hast jetzt also wo versteckt, wo grün ist. Du hast jetzt also in einem Baum versteckt. In einem Busch. Nein, vielleicht war das ja auch extra, um dich hier ein bisschen zu täuschen, so ein bisschen umgekehrte Psychologie. Aha, SU hat es gerade schon selbst verraten. Perfekt, gar nicht, Digga. So, okay, ich brauche jetzt mal hier wirklich was ganz Krankes, Leute. Brauche ich mal wirklich was ganz, ganz Crazy-mäßiges jetzt. Oh mein Gott. Ey, wo man hier überall hinfahren kann, ne? Das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich ganz krass. So, okay. Max, geht's dir überhaupt gut? Soll ich einen Arzt rufen? Also, SU, mir geht's. Es könnte mir nicht besser. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe eine kranke Idee für ein Versteck. Ich glaube. Hast du das? Oh mein Gott. Okay, oh mein Gott. Leute, schaut mal, was ich jetzt mache. Vielleicht da oben hin? Schaut mal, was ich jetzt mache. Vielleicht da runter? Nein. Hat nicht so funktioniert. Nein, ey, was soll das? Diese Rope Gun. Wo bin ich denn? Komm und. Zack, okay. Ey, warum geht das denn nie? Nein, das ist gut. Oh, okay, ich bin zufrieden. Ich bin super zufrieden. Schön, ich bin nicht zufrieden. Okay, jetzt doch, warte. Oh, Mann, warum geht das denn jetzt hier gerade nicht? Was soll das denn? Hallo? Ah, Leute, jetzt hat's funktioniert. Okay. Okay, aber ist noch nicht so ganz so positioniert, wie ich das hier haben will. Das müssen wir irgendwie, glaube ich, nochmal ein bisschen besser machen. Okay, Leute, besser habe ich es jetzt hier nicht hinbekommen. Aber ich würde trotzdem sagen, ist ein ganz gutes Versteck. Wenn man jetzt nicht so drauf achtet, kann es sein, dass man hier erstmal schön vorbeifährt, Leute. Okay, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Auto. Oha, hä? SU, du hast Max, ja schon. Ich bin schon beim nächsten Auto. Hä, wo bist du denn? Okay, SU ist ein bisschen schneller als wir. Ich bin schon längst über alle Berge. Aber ich habe auch lang gebraucht fürs erste Auto. Also, wir müssen uns jetzt ein bisschen schneller machen. Ey, ist bei der Truck fährt bei mir auch nicht. Ja, du musst ab und zu nach hinten und dann wieder Gas geben, okay. Dann klappt das schon irgendwie. Egal, dann mache ich erstmal hier ein anderes Auto, Leute. Erstmal einen schönen anderen Karren jetzt hier verstecken. Okay, ich bin mal gespannt. Hast du denn schon was von mir gefunden, SU? Ich habe tatsächlich noch nichts gefunden. Ich hätte, glaube ich, schon meine Reaktion sonst gezeigt. Aber ich will noch mal ganz kurz hier was verdeutlichen, ja? Was damit denn? Wir auch wirklich den gleichen Nenner sozusagen haben. Ja. Wir dürfen auch in Gebäude reingehen überall, damit du das Bescheid, damit ja, Bescheid weißt. Komplett auch Gebäude reingehen darf man auch. Absolut, okay. Ich habe hier nämlich ein Geheimversteck gefunden. Ach, ein Geheimversteck. Der Pro kennt das noch gar nicht. Digga, oh, Leute, komm, weg. SU denkt, es gibt irgendeinen Ort in GTA, den ich noch nicht kenne. Aha. Schon mal daran gedacht, dass vielleicht irgendwas Neues reingemoddet wurde, wovon du noch nichts weißt? Nee, glaube ich nicht. Es gibt SU. Es gibt keinen Ort in GTA, den ich noch nicht kenne. Okay, ich spiele GTA seit einem Jahrzehnt. Ich kenne wirklich jeden Ort. Du bist mit GTA auf die Welt gekommen, Junge. GTA ist einfach mein Bruder. Checkst du das? Ja, ich check das, aber ich glaube, du solltest mal checken, wo ich meine Sachen gleich verstecke. Oh, Leute, ist hier gut. Ich weiß nicht, ob hier nicht zu... Weiß nicht, ob ich das hier feiern soll, den Ort hier.
Warum kann ich da nicht rein? Vielleicht hier nochmal so ein bisschen hoch, Leute. Ist irgendwie aber ein bisschen langweilig, das Versteck hier. Sag ich euch ehrlich. Ich glaube, ich muss nochmal woanders hingehen. Ja, das geht auf, oder? Sehr gut. Oh, warte, wir machen hier mal kurz. Zack. Oh. Okay, einen kleinen Jump hier hoch. Oh, Leute, ich glaube, jetzt habe ich hier endlich mal ein gutes Versteck. Ich glaube, hier können wir so ein bisschen auf Secret Meekrit verstecken. Oder? Ist das so? Oh, ja. Oh, ich bin auch richtig zufrieden. Ich sollte mal gleich mich langsam auf den Weg machen. Ich weiß es nicht, ob das hier so gut... Aber wisst ihr was? Ich darf hier nicht zu viel Zeit mit einem Ding verschwenden, weil wir müssen ja noch die anderen verstecken, Leute. Deswegen machen wir jetzt hier einmal... komm, zack, zack. Bitte, bitte funktionier jetzt hier mal. Ich bin super zufrieden mit dem zweiten sehr Versteck. Gut, sehr gut. Oh mein Gott! Na, was hast du da Tolles gemacht? Kann ich dir leider nicht sagen, aber ich sag's mal so, ich habe mich gerade wo durchgeklitscht. Warte mal, wenn du dich durchglitscht, dann ist es doch nicht meine. Wie soll ich das dann finden, Bro? Geht doch gar ja, nicht. Ja, doch, kann man trotzdem finden. Aber okay, ist halt ein bisschen auf Glitchy-Mitchy angelehnt. Ich sag mal so, Leute, Mr. können Mark, wir das noch besser machen? Die Zeit läuft, mein Freund. Die Zeit läuft, ich weiß, mein Freund. Ich bin schon beim dritten Auto. Oh mein Gott, er ist wirklich schnell, SU. Oh, Leute, komm, noch mal ropen. Oh mein Gott, Leute. Okay. Okay, Leute, ich glaube, das ist ein gutes Versteck. Wir machen jetzt auch weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Weil das Ding ist jetzt auch SUV. Wir haben jetzt nur noch 3 Minuten Zeit für die letzten beiden Autos. Warte mal, nur noch 3 Minuten? Ja, ja, also wir müssen uns jetzt hier echt ein bisschen ranhalten. Wir haben gerade echt lange gebraucht. Das ist gar nicht gut. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh, ich überlege so ein bisschen so ein kleines Bummi-Versteck zu machen. Ein bisschen was Bummi-mäßiges für den SUV. Ich habe voll nicht auf die Uhrzeit gedacht. Ja, ja, ich habe da auch nicht so drauf geachtet. Okay, also ich werde auf jeden Fall ich habe schon eine Idee, ich werde so ein Bummi-Versteck machen. Ein so ein richtig Bummi, ne? Ein so einen richtigen Bummi-haften Theoretisch Hasen. Musste ich das eigentlich auch machen, Bro, sei ich dir ehrlich. Weil ich hab nicht so viel die Zeit läuft, es sind jetzt nur noch weniger als 3 Minuten, mein Freund. Ja. Um noch 2 Fahrzeuge zu verstecken, also wir haben echt ein bisschen getrödelt. Vielleicht kann ich... Oh, ich habe eine gute Idee. Das könnte was werden. Also es ist risky, ne, für mich, sei ich dir ehrlich. Ich kann mir vorstellen, dass du das gut finden wirst. Risky, aber wir haben, wie du sagst, echt wenig Zeit und deshalb mache ich mich jetzt auf den Weg zum vierten Auto. Boah, ich habe aber auch so eine Five-Head-Idee. Das machen wir gleich. Machen wir gleich, Leute. Das machen wir gleich. SU, du bist ein Stinkeschuh. Nee, das stimmt nicht. Du bist ein Stinker. Sehr gut. Ey, die Leute rennen hier rum. Das hat funktioniert. Die sollen mal aus dem Weg gehen. Danke. Okay, also das hier wird mein Bummi-Versteck. Jetzt habe ich entschieden. Das ist ein Bummi-Versteck. Also, wenn du das jetzt nicht findest, was ich hier versteckt habe, dann bist du verloren. Okay, Leute, das bedeutet, wir machen weiter mit dem letzten Fahrzeug jetzt. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt hier beim letzten Auto, aber SU. Hey, du bist jetzt schon angekommen? Ich bin angekommen. Wie hast du das so schnell gemacht? SU, dann mal noch viel Spaß beim Versteck mit deinem letzten Fahrzeug. So. Ich habe echt wenig Sekunden, du aber auch, Bro. Ja, wir haben jetzt nur noch eine Minute Zeit. Und ich weiß auch schon genau, wo ich das verstecken will. Oh, SU, wo fährst du denn hin? Kannst du mal aufhören, mir zu folgen? Dann muss ich komplett in die andere Richtung. Okay, dann fahr ich halt... Das gefällt mir gar nicht. Oh, okay, gut. Okay, SU fährt woanders Komm nicht mit. Ich komm nicht mit. Wir haben jetzt nur noch weniger als 1 Minute Zeit, um das letzte Fahrzeug zu verstecken. Lucky Rope Gunshot. Vielleicht fliege ich irgendwo hin. Shot. Und? Nein. Okay, Leute, ich habe jetzt hier eine richtig schlaue Idee. Ich habe eine richtig schlaue Idee. Ich werde mich mal kurz muten, damit SU das nicht hört. Und zwar, Leute, ich habe mich jetzt mal gemutet. Ich werde hier oben an die Wand werde ich das Ding dran machen, Leute, weil dann, wenn das Garagentor aufgeht, wenn ihr hier reinschaut, dann ist ja das Garagentor davor. Das heißt, man kann das gar nicht sehen, Leute. Außer er wartet dann hier drin, bis es wieder zugeht. Also das ist richtig hier Five-Head, Leute. Okay, das ist... Ja, komm. Nein! Oh mein Gott, wo bin ich bitte hingeflogen? Oh mein Gott, das ist eins der schlauesten Dinger, die ich jemals hatte, Leute. Okay, jetzt nur noch hier festmachen, let's go. Oh mein Gott, Leute, das ist Five-Head, das Versteck. Seid mal ehrlich. Okay, SU, die Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Ab zum Spawn zurück, let's go. Oh mein Gott, SU hat hier extra schon 2 Motorräder vorbereitet, sogar schon die richtige Farbe ausgewählt. SU, bist du bereit, ab jetzt 10 Minuten Zeit, um die Fahrzeuge zu finden. Alle Autos, die du findest, darfst du dann bei der Challenge verwenden. Let's go. Oh, ich freue mich schon. Okay, ich hoffe, okay. Du findest meine nicht. Also ich sagte, 2 von denen habe ich wirklich ganz stark versteckt. Okay, weißt du was? Gespannt. Ich fahre jetzt erstmal ins Human Labs rein. Ich will jetzt mal gucken, was du hier direkt im Human Labs versteckt hast. Warum gehst du da rein, Bro? Warum? Ja, weil ich muss ehrlich sagen, das ist ja ein Riesenort, ne?
da. Ja, das ist wirklich ein Riesenort, aber wie kommst du auf einmal darauf? Ja, weil ich will den Ort jetzt hier einfach mal abarbeiten, dass ich weiß, ich war da und dann gucke ich draußen. Ich muss hier ein bisschen mit System starten. Kannst du mal bitte aufhören, da hinzufahren, Bro? Ach, willst du mir vielleicht was sagen? Oha, eigentlich hier ganz in diesem eher Anfangsraum hier irgendwo zwischen den Kisten wäre eigentlich auch so richtig schlau gewesen. Warte mal, muss ich mal schauen. Hat SU hier was zwischen den Kisten? Ey, das ist eigentlich krass hier. Warum habe ich denn hier nichts zwischen den Kisten abgestellt? Ich weiß auch nicht, als ich da rein war, nichts von dir gefunden habe. Kapi. Okay, warte. Das wäre eigentlich krass hier zwischen diesen Kisten. Wo hast du denn deine Sachen versteckt? Hast du noch nichts gefunden? Ich fahre hier rum wie ein Verrückter, aber ich finde nichts. Oh, wichtig, Leute, wichtig. Aber ich habe ja auch noch nichts gefunden, also alles easy. Okay. Hier im Wasser auch nicht. Das ist ein bisschen zu weit außerhalb. Hast du schon beim Verstecken irgendwas von mir gefunden? Sei ehrlich. Gar nicht, sonst hätte ich dir das direkt schon gesagt. Okay, das hat mich halt verwundert. Das heißt, wir sind in zwei komplett unterschiedliche Richtungen gefahren. Ja, ja, weil ich habe auch nichts von dir gefunden beim Verstecken. Also, das heißt, es gibt hier nur nichts, was wir wissen voneinander. Ich fahre mal hier ins Labor rein. Ja, mach das. Alter, das Labor ist ja riesengroß. Das geht ja hier wirklich richtig lange rein. Habe ich was in einem Baum versteckt? Wer weiß, Leute. Das Ding ist, diese Bäume sind halt echt riesig, aber die Fahrzeuge sind klein. Das passt theoretisch schon echt da rein. Ja, das kann schon sein, sei ich dir ehrlich. So, gucken wir mal hier rein, in dieses Labor. Alter, Bro, ich habe aber auch noch nichts gefunden hier. Also sind wir beide gerade lost? Ich weiß nicht, ob Essie hier einfach, irgendwie 50 Kilometer in dieses Labor reingefahren ist. Aber ich finde hier nichts. Bro, ich finde deine Sachen auch nichts. Das kann doch nicht sein. Sollen wir uns mal einen kleinen Tipp geben? Gerne, ich gebe dir einen Tipp, okay? Okay, warte. Lass einfach sagen, weil das hier so ein Riesengebiet ist, hast du was im Labor versteckt? Ja. Okay, weißt du, ich habe auch was im Labor versteckt. Ach was. Okay, jetzt haben wir hier schon Tipps. Ey, Bro, das ist ja abartig, wie groß das hier ist. Ich muss mal nach oben mit der Rope Gun, das gefällt mir gar nicht. Wie weit bist du denn hier reingefahren, Mann? Ich einfach mal mit der Rope Gun nach oben kommen und... Ah, ich habe den Monster Truck gefunden, let's go! Nein, das gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott, warst du weit drin, bis du den versteckt hast. Okay, Bro, Leute, wir haben ein Fahrzeug mal gefunden, let's go. Okay, richtig und wichtig, zumindest einen haben wir schon mal gefunden, aber... Das du Ding ist jetzt gerade mit einem Punkt. Ja, das Ding ist, hat SU hier noch mehr drin versteckt? Das weiß ich halt jetzt auch wieder nicht, weil... Ich will einmal eine Frage stellen. Okay, dann... Aber du hast auch eine Frage gestellt. Ja, aber ich habe die ja auch beantwortet. Also dann darf ich auch wieder eine Frage stellen. Okay, nee, dann nicht. Ja, haha. Ich werde jetzt erstmal mit der Rope Gun da hoch. Die doch auch beantwortet, dass ich auch einen hier drin habe. Ich hoffe, ich schaffe das. Aber ich glaube, er hat nicht mehr als einen hier drin. Also es kann natürlich sein, dass er mehr hier drin hat und ich habe einen übersehen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal draußen weiter, Leute. Und deswegen würde ich sagen, jetzt schnell hier raus, let's go. Okay, schnell. Es ist einfach schon 4 Minuten sind schon vorbei und ich habe gerade mal erst ein Auto gefunden und SU noch gar keins. Ich habe noch keins gefunden. SU, Alter, du musst dich jetzt aber hier mal ranhalten langsam. Ja, ich beeil mich ja schon. Wie gut hast du damit die Sachen versteckt? Wir mussten uns mal schnell hier hoch. Wow, okay. Vielleicht muss ich auch mal diese Taktik, die du jetzt machen und irgendwie an einen hohen Ort gehen und mal irgendwie gucken, ob man irgendwas von oben sieht. Das habe ich auch gerade vor, aber ich bin wieder runtergefallen. Also probiere ich das mal woanders. Trick 17, Leute, ein bisschen in die Büsche gucken. Hast du was in Büschen versteckt, SU? Bist du ein kleiner aber da musst du auch beantworten. Hast du irgendwas im Busch versteckt? Nee. Sicher? Doch. Okay, da muss ich hast du wirklich? Ja. Ich habe dein nächstes oder dein erstes Fahrzeug gefunden. Nein. Geil. Ach, warte mal. Wie soll ich denn da hinkommen hier? Hier ist doch dieses Klonlabor noch hier. Oh mein Gott, das ist doch hier so. Warte mal. Das ist doch hier so ein gemoddetes Interieur. Ich muss da hochklettern oder was? Oh, das habe ich ja voll vergessen, dass wir dieses Mod-Interieur hier drin haben. Ich hol das jetzt, Leute. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, wichtig. Ich glaube, 10 Minuten werden nicht ausreichen. Ich glaube, wir brauchen eine Verlängerung hier. Ich bringe das erstmal schön zurück. Alter, dieses Klonlabor hier. Was für ein Klonlabor? Oh, nein, es gibt doch hier dieses gemoddete Klonlabor noch. Ich hab's dir doch vorhin gesagt die ganze Zeit, wo ich gesagt habe, vielleicht ist irgendwas gemoddetes drin. Aber du meintest, nö. Das kenne ich ja aber auch. Ja, kennst du. Okay, dann will ich mal wissen, wie gut du das jetzt kennst. Dann zeig mal, was du drauf hast. Weißt du, du hast hier was versteckt oder so? Vielleicht werde ich dich auch hier ein bisschen täuschen wollen. Nein, der hat hier nicht. Ich denke, er hat hier nichts versteckt. Ich bin jetzt hier gibt es ja auch gar nicht so viel Versteckmethoden. Ich bin in jedes reingelaufen. Ich glaube nicht, dass er hier was versteckt hat. Weißt du, was mir gerade nicht gefällt, Bro? Ich glaube, er blufft, ja. Und zwar, dass du gesagt hast, dass du irgendwas im Busch oder einen Baum versteckt hast. Ich checke gerade alle Bäume ab, aber ich finde nichts. Okay, Leute, hier ist nichts. Wir gehen wieder raus. Okay, also aktuell steht es 1-1. Jeder hat ein Fahrzeug gefunden. Okay, so, weiter geht's. Ich muss, glaube ich, aber echt mal krass, auch diese... dass wir beide so gut alles versteckt haben. Ja, aber hier gibt es auch krasse Verstecke, ne? Ich muss hier mal irgendwie an einen hohen Ort gehen und mal irgendwie gucken,
ob du hier irgendwas versteckt hast, du kleiner Schlingel. Hier irgendwo weit weißt du, was das Ding ist? Du hast die ganze Zeit auch gesagt, Rope Gun. Und dann hast du gesagt, dass deine Rope Gun nicht funktioniert. Also hast du die Rope Gun relativ oft benutzt, oder? Ich habe sie sehr oft verwendet, die Rope Gun. Also eigentlich fast bei jedem Versteck. Okay, Leute. Schauen wir mal von hier oben, ob wir irgendwas sehen. SU. Hast du was auf Dächern versteckt? Ich renne hier gerade rum und checke alle Bäume ab. Es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig hier. Warte mal, ist nicht das Ding noch hier? Hä? Warte mal, welches hast du gerade gefunden von mir? Ich habe hier dein... Das war so eine Art Go-Kart. Ah ja, das auf dem Turm oder was? Okay, weil ich bin hier gerade oben drauf. Ich hab das zurückgebracht. Aber da ist was Blaues, Nein, was hast du? Nein, das sind irgendwelche komischen Tonnen, Bro. Okay, Leute, wir gehen mal da drüben hin. Wir gucken mal jetzt hier überall. Oh. Okay, ist hier irgendwas? Seht ihr? Oh, ich sehe da was Grünes. Ich sehe da was Grünes auf dem Dach. Nein. Warte mal, was sehen wir denn da? Wir ropen uns mal darüber, Leute. Oh, Leute, das war... Oh mein Gott, ich habe den Sportwagen gefunden, SU. Nein. Nice, okay, das ist der zweite. Wir bringen den zum Spawn, Leute. Also eigentlich ist in einer Minute 30 hier schon vorbei, ne? Sage ich dir ehrlich. Aber wir können ja ein bisschen Verlängerung machen, weil es ist wirklich schwer hier, Alter. Also wir können auch gerne noch mal ein paar kleine Tipps geben, wenn du möchtest. Ich habe eine Idee. Ich guck erstmal in dieser Garage. Oh. Bitte sei in der Garage. Oh. Bitte sei einfach in der Garage. Schnell. Hier hoch. Oh, ich versuche hier gerade hochzukommen. Sollen wir uns noch mal Fragen stellen? Okay, weißt du was? Ich will die Frage stellen. Ja, komm. Ich will eine Frage stellen. Okay, dann darf ich aber auch eine stellen. Hast du irgendein Fahrzeug in einem Gebäude versteckt? Obwohl, warte mal. Bullshit die Frage. Du hast mir die Frage schon beantwortet. Hast du irgendein Fahrzeug weiterhin außerhalb auch relativ weit oben versteckt, außer dieses eine? Warte mal, lass mir überlegen, wo sind denn meine ganzen Fahrzeuge nochmal? Nee, ich habe nichts mehr weit oben versteckt. Okay, das war also das einzige Fahrzeug, sehr gut. Warte mal, hier dieses Wasserbecken. Ja, da habe ich sogar gedacht, dass du irgendwas von dir versteckt hast. Oh mein Gott, das ist eigentlich echt ein krasses Versteck hier, das Wasserbecken. Okay, aber warte mal, ich darf ja auch jetzt noch eine Frage stellen. Ja, komm, fair muss man hier natürlich auch sein. Also hast du was in einem Busch oder Baum versteckt? Habe ich tatsächlich nicht. Wollte ich machen, aber dann hast du halt schon direkt mit mir gemacht. Er spart mir sehr viel Zeit, das ist auch gut zu wissen. Aber ich habe erst zwei gefunden. Wo sind die anderen denn? Aber Bro, ich habe nur eins gefunden. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Ich hoffe, nach der Zeit habe ich mindestens auch nochmal einen weiteren. Heftig. Ja, also ich sag dir ehrlich, die Zeit ist... Also wäre jetzt eigentlich vorbei, aber wir haben ja gesagt, wir machen zwei Minuten länger. Also noch zwei Minuten, Minion. Okay, das ist aber auch wirklich schwierig, weil es hier so viele Türme gibt. Ein blaues Fahrzeug muss doch hier irgendwo sein. Zack, hat er hier oben was? Nein, auch nicht. Es könnte ja hier auf jedem Dach gefühlt, muss man sich irgendwie so hochropen. Schauen wir nochmal da. Ich Idiot renne jetzt gerade hier komplett in Human Labs rum. Du kannst auch Motorrad fahren, ne? Ich bin ein bisschen schneller. Ja, ich weiß, ich bin abgestiegen, weil ich glaube, hier durch diese Türen komme ich schneller durch. Das Ding ist, ich glaube, du hast dein Fahrzeug hier nach mir versteckt. Deshalb also, muss ich alles nochmal abchecken. Ich gebe dir nochmal einen Tipp. Es ist was in Human Labs drin, ja? Ja, ich bin da auch gerade am gucken. Jede Tür checke ich gerade ab. Jeden Gang. Nein, ich habe noch was. Das hast du jetzt schon wieder gefunden, Bro. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe diesen Einkaufswagen von dir gefunden. Nein. Let's go, da ist er. Boah, aber auch stark. Wäre ich hier nicht auf dieses Dach hochgegangen, hätte ich den nicht gesehen. Okay, Leute, wir bringen den auch zum Spawn. Oh, aber Leute, das Ding ist jetzt in 30 Sekunden ist vorbei. Wir haben jetzt drei gefunden. Keine Ahnung, wo der letzte ist. Wie 30 Sollen Sekunden? Sollen wir uns noch einen hardcore-schnellen Tipp jetzt geben? Ja, warte, ich muss aus Human Labs raus. Das ist mir ein bisschen zu eklig. Ein hardcore-schnellen Tipp jetzt noch. Okay, ich sag dir, ich habe ja was in einem Busch und Baum drin. Und zwar in der Nähe vom Eingang. In der Nähe vom Eingang von dem Human Labs Gelände. Dann guck nochmal genau. Okay, gib du mir jetzt auch noch einen Hardcore-Super-Tipp. Okay, ich geb dir auch noch einen Super-Tipp, Bro. Und zwar habe ich mein letztes Fahrzeug in der Nähe von dem Versteck gehabt, wo du gerade auch schon das andere gefunden hast. Ich hoffe, das war logisch. Also auch auf dem Dach da oben irgendwo? Irgendwo dort in der Nähe, relativ nah. Das sind gar nicht mal so viele. Aber nicht der Sportwagen, den ich da gefunden habe. Nein, nicht der. Hä, dann hast du ja drei Autos auf dem Dach dann. Irgendwo hier so auf Dächern. Hä? Beim Eingang meinte er. Wo? Beim Eingang. Warte mal, das heißt ja, irgendwo hier muss er ja was haben. Ja! Nein. Ich hab deinen Einkaufswagen gefunden. Wichtig. Okay. Und das Ding ist, die Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Weißt du was, SU? Jetzt interessiert es mich aber noch. Wo war dein letztes Fahrzeug? Wir zeigen uns jetzt noch die Verstecke. Geh da hin, dann komme ich da zu dir. Let's go. Max, SU, was? Hier war das, oder wie? Ja, ich habe nicht so viel Zeit gehabt und dachte, komm,
Deshalb dachte ich mich hier, ich verstecke das einfach hier hinter. Und als ob du das nicht gefunden hast. Guck mal, wie einfach das versteckt ist. Hä, ich war hier sogar. Also nicht direkt hier, aber ich habe einfach nicht hier hinter geschaut, ich Bummi. Oh, ja, Leute, das war das schlechteste Versteck und das habe ich nicht gefunden. Okay, Leute, los von mir. Du wirst es als erstes finden. Aber zeig mir deine Sachen. Jetzt zeige ich dir noch meine zwei Hardcore-Verstecke. Und die sind wirklich Pfeifett. Die sind wirklich, wirklich Pfeifett. Da bin ich sehr stolz drauf. Und zwar, weißt du was? Steig einfach mal auf mein Motorrad auf. Ich zeig dir das. Okay, ich komm. Denn es ist direkt hier. Und zwar hier in dieser Garage drin. Bro, ich war in dieser Garage. Ich habe doch extra Garage gesagt, ja, wo du dann stehen warst. Das Ding ist, dieses Versteck ist so Pfeifett. Wenn du reinschaust, siehst du es nicht. Du siehst auch nicht, wenn du drin bist, sondern erst, wenn das Garagentor zugeht, siehst du es wieder. Oh mein Gott, das ist wirklich Pfeifett. 200 Digga, IQ. Das war 200 IQ. Ich hab's nämlich dahin platziert, wo du es nicht siehst, wenn du nicht wartest, wenn die nicht von alleine wieder zugeht, die Garage. Bro, mit Abstand einer der geilsten Verstecke überhaupt. Das ist ein krankes Versteck gewesen. Dafür habe ich mich auch gefeiert. Und das letzte Versteck, das war im Human Labs. Da gehen wir jetzt auch mal rein. So, und zwar mal gucken, ob es dir gleich auffällt. Mal gucken, ob es dir gleich auffällt. So, und zwar. Also ich sag mal so. Guck mal nach links, SU. Nein. Einfach da oben. Mann! Ey, du bist echt einer, der mit dem Rücken rückwärts ist. Das ist doch schade, wie du das hier machst. Ich hatte diese Pfeifett-Verstecke. Und da bist du einfach dran vorbeigefahren. Krass. So, das Ding ist, dadurch, dass ich mehr Autos gefunden habe, habe ich natürlich den Vorteil und ich kann hier diesen Sportwagen nehmen. SU hat hier nur so kleine Go-Karts. Also ich habe auf jeden Fall ein besseres Auto. Was ist das? Ja, komm, vielleicht schaffst du es ja. Steig mal ein. Komm, ich will Wir machen jetzt nämlich ein Rennen bis zum Sandy Shores Airport. Wer da zuerst in dem... Bis zum Sandy Shores? Das sind 3,8 Kilometer. Ich bin bereit, Bro. Drei, aber ich sag dir ehrlich, ich werde dich trotzdem fertig machen zwei, müssen. 1, let's go! Let's go, Bro. Oh, oha. Warum bist du so langsam? Hä? Es ist schneller als ich. Warum bist du so langsam? Oh, nein. Vielleicht war das doch die falsche Wahl. Ja. Okay, wir sind rausgecrashed. Wir sind rausgecrashed. Also, Essie, du musst jetzt gewinnen, um den Ausgleich zu machen. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass du mich von hinten wegcrashst. Ich bin hier. Oh mein Gott, oh, die Bremsen sind so schlecht von dem kleinen Go-Kart. Ich glaube, ich habe hier wirklich. Ich glaube, dein Go-Kart ist besser hier, dieses Einkaufswagen-Ding. Ich muss das schaffen, Leute. So, schnell. Oh, er ist direkt hinter uns, Leute. Ich merke gerade, auf gerader Spur bist du schnell. Ja, aber so 100. Kurven hast du Probleme, 170 km/h. Oh, ey! Weg mit dir, Max! Oh mein Gott, ich habe einen Berglöwen angefahren. Tut mir leid, Löwe. Oh, der arme Berglöwe. Oh, nein. Essius hat auf jeden Fall hier ein besseres Ding gewählt. Ja, komm, okay, nach links. Okay, wir müssen jetzt perfekt fahren. Wir müssen jetzt... Oh, SU nimmt die Kurve auch gut. Ich nehme die Kurve gut, aber die Autos sind hier ganz wild unterwegs. Oh, durch den Highway. Fast angefahren worden. Warte, hast du eine Abkürzung genommen, die ich vielleicht nicht kenne? Ich fahre hier auf ganz normaler Strecke. Okay, nee, du bist vor mir. Ich sehe dich noch vor mir. Verdammt, Leute. Also, wenn SU jetzt hier nicht einen dicken Fehler macht, ich glaube, dann war es das. Wir haben uns sogar falsch entschieden. Ich darf keinen Fehler machen. Ich bin ja hier bei mir zu Hause angekommen. Oh... Essie ist zu Hause, hier im Mülleimer. Ey, das ist schade, dass du das sagst. Aber okay. Nein, Leute, nein, er baut keinen Unfall. Ich baue keinen Unfall. Doch, ich drehe mich um. Umdrehen und Bau Gas geben. Einen Unfall. Oh mein Gott, das ist so ein knappes Rennen. Nein. Und komm. Oh mein Gott. Nein! Ja, okay, er war 5 Meter vor mir. Aber damit würde ich sagen, 1-1. Ich habe das Heil Sieg gewonnen. SU hat das Rennen gewonnen. Ist doch ein schönes Ende, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt gerne SU aus. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.